Wie ist das, wenn man selber der Tourist ist im Land? Als Kind, ich wollte immer Bärin werden. Bei mir war das gar nicht so, dass es mich so genervt hat. Ich habe es einfach immer gern gemacht. Als Kind ist der Hof eigentlich so das Leben am Hof das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und dann als Teenager gibt es für auch nichts Schlimmeres als am Hof aufwachsen und nachher halt doch mithelfen müssen, wenn man sich mit Freunden treffen will und so. Aber es ist Gott sei Dank wieder gekommen, der richtige Gedanke. Und dann bin ich aber auf Reisen gegangen. Nach dem Studium bin ich für 3 Monate nach Südamerika mit dem Rucksack. Und ja, dann habe ich mir gedacht, nein, also ich schreibe jetzt nicht nur mal Bewerbungen in dem Bereich, ich bleibe daheim. Ich mach gerne die Landwirtschaft. Zu den Einheimischen kommst du nicht unbedingt hin. Da ist man eher eigentlich nur der Tourist in dem Land. Aber das hat auch gepasst zu sehen, wie ist das, wenn man selber der Tourist ist im Land. Weil das hilft dann für mich als Vermieter sehr, dass ich weiß, wie ist das, du bist jetzt ein Ausländer, blöd gesagt, also Deutscher, Tscheche, Holländer, wie ist das, du bist da und wie willst du selber aufgenommen werden? Und wenn man einmal nicht so aufgenommen wird, wie man das eigentlich will, wie man sich dann fühlt, das war sehr hilfreich. Die Bärinnen am Hof, das waren immer starke Frauen und starke Persönlichkeiten, was die gewuppt haben. Im ganzen Haushalt, kochen immer für eine ganze Kompanie, weil am Hof sind ja immer viel Leute und ist ja so. Aber ich finde, jetzt kriegen sie eigentlich die Anerkennung, die sie immer verdient haben. Auch durch Social Media werden sie hervorgehoben und jetzt in den letzten Jahren, ja, dass man das auch mehr zu schätzen weiß, was die Frau es leistet in der Landwirtschaft und in der Großfamilie dann auch. Und wenn ich dann doch unterwegs bin auf Reisen, dann versuche ich schon immer einen Blick in die Landwirtschaft zu kriegen. Das tue ich aber erst seit ich fix daheim bin, dass ich versuche in jedem Land so ein bisschen Landwirtschaft mitzumachen. Und in kleine Geschäfte gehen und schauen, welche Produkte gibt es da. Da gibt es ja doch auch oft regionale Ecken und da ein bisschen durchprobieren, verschiedene Sachen einkaufen. Und bei uns ist generell so, wir tun eigentlich alles, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, mit dem das Ausreden. Soll jede Meinung ist wichtig, jede Meinung zählt. Und ja, wenn dann 2 gegen 1 sind oder so, dann wird das halt so gemacht, aber es wird ausgeredet. Ist nicht so, dass einer über jeden drüber fährt und entscheidet. Es ist ganz interessant, vor 15 Jahren haben meine Eltern angefangen, den Topfentraum in die Geschäfte zu verkaufen. Davor war das nur auf Hof und auf dem Markt. Und das war am Anfang so schwierig, dass man genommen worden ist. Das war nicht, der Gedanke war einfach nicht so da, dass jetzt der Bauer als Produzent hergeht und im Geschäft das hinliefert und verkauft. Und jetzt ist es einfach so, dass Geschäfte anfragen von überall her, ob sie einen Topfentraum haben können. Aber wir haben halt keine Kapazität mehr, wir sind ausgelastet, müssen wir derzeit leider absagen. Das Geschäft ändert sich ständig, es entwickelt sich immer. Man kann nicht sagen, ich mache jetzt nur mehr das eine Produkt. Man muss immer schauen, was braucht es gerade, was will der Konsument. Man muss immer darauf eingehen. Man kann nicht immer beahnt bleiben. Man muss mitwachsen. Weil es bringt uns ja nichts, wenn wir jetzt einen riesen Stall herbauen. Wir können das verdoppeln, verdreifachen. Nach oben hin gibt es ja eigentlich keine Grenze, aber es bringt uns nichts, weil wir haben die Felder, was wir haben, die haben wir. Ich will jetzt nicht irgendwas dazu beachten müssen, keinen größeren Traktor, Maschinen und so. Es ist nicht stimmig für unseren Hof, so wie es ist. Deswegen schauen wir, dass wir auf die Qualität setzen, statt auf die Quantität.